Hey, willkommen zurück auf meinem Channel. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute will ich dir erklären, wie du schnell und einfach eine Beziehung bekommst. Das ist gerade für Männer, die viele Frauen kennenlernen, aber es nie schaffen, die Frauen eine Beziehung zu bekommen. Und ich will dir genau erklären, woran das liegt. Meistens liegt das daran, dass du eine gewisse Sache falsch machst, die dafür sorgt, dass die Frau dich eher als Freund wahrnimmt, aber nicht als Beziehungsmaterial, nicht als Mann für eine Beziehung. Denn die Art und Weise, wie du dich der Frau gegenüber verhältst, das sorgt dafür, ob sie das Gefühl kriegt, okay, dieser Mann ist etwas für eine Beziehung oder er ist nur etwas für vielleicht was Freundschaftliches, aber mehr kann daraus nicht werden. Es ist die Art und Weise, wie du dich verhältst. Ganz wichtig, sich das zu merken. Und das große Problem ist, dass viele Männer die ganze Zeit versuchen, sehr logisch zu denken und das Ganze auf logische Weise anzugehen, was einfach Teil unserer Natur ist. Aber das Problem ist, die Frau denkt nicht logisch, die Frau denkt emotional. Und so passiert es, dass viele Männer sich einfach auf den ersten Treffen, auf den ersten Dates sehr, sehr nett, sehr zuvorkommend verhalten. Aber die meisten Männer machen es auch nicht, weil das wirklich ihre Art ist, sondern weil sie damit der Frau imponieren wollen und weil sie denken, das würde anziehend auf die Frau wirken, ohne zu wissen, dass es absolut abstoßend auf die Frau wirkt. Gerade wenn du es eigentlich gar nicht wirklich machen willst, wenn es eigentlich gar nicht wirklich deine Art ist. Wenn es deine Art ist, wenn es dein tiefster Herzenswunsch ist, so zu sein, ja, okay, kein Problem. Aber die meisten Männer benutzen es als Taktik, um bei der Frau Eindruck zu schinden, um Anziehung zu erzeugen und sorgen damit nur dafür, dass sie halt die Frau, die sie kennengelernt haben und die sie eigentlich begeistert, dann wieder für immer verlieren. Was du verstehen musst, ist, dass Frauen sich oft wie Wilderer verhalten. Du kennst das, so ein Wilderer ist unterwegs in der Savanne, in Afrika zum Beispiel, um Elefanten zu jagen oder Löwen zu jagen. Und genauso verhält sich die Frau. Sie ist auf der Jagd nach einem Wildtier, nämlich nach dir, um es zu fangen, zu zähmen und dann in den meisten Fällen leider die Zähne zu verkaufen oder das Fell zu verkaufen. In dem Fall allerdings nicht mit den Frauen. Also sie will jagen, sie will wildern und dich fangen, dich zähmen. Aber wenn sie schon den gezähmten Löwen bekommt, dann hat sie auch nichts mehr zu zähmen, dann hat sie da nichts mehr zu verändern und dann ist da auch der Reiz weg. Und versteh mich nicht falsch, sobald ihr in einer Beziehung seid, funktionieren diese Sachen komplett anders. Ja? Aber gerade in der Kennenlernphase, wo ist der Grund? Also sie hat einfach noch keinen Grund, dich unbedingt zu treffen, weil sie dich noch gar nicht so richtig erlebt hat. Wenn sie dich erlebt, dann ist es was anderes. Aber deswegen ist es so wichtig, einfach erstmal wirklich der wilde Löwe zu sein, den sie auch noch zähmen kann. Und nicht immer super freundlich und super zuvorkommend zu sein, nur um anziehend wirken zu wollen, sondern sei du selbst, sei der wilde Löwe. Und so schaffst du es dann einfach, bei der Frau Anziehung zu erzeugen und bei ihr das Gefühl zu erzeugen, okay, das ist jemand, den möchte ich einfangen, den möchte ich hinterherjagen. Und dadurch, dass sie dir hinterherjagt, dadurch, dass sie sich einfangen will, investiert sie in euer Zusammensein. Und das ist der erste Schritt auf dem Weg hin zu einer Beziehung. Jetzt besteht natürlich die Frage, wie du es lernen kannst, Schritt für Schritt zu einem wilden Löwen zu werden. Und genau das möchte ich dir beibringen in meinem Online-Training. Da kannst du dich anmelden. Da oben ist ein Bild, da klickst du einfach drauf und dann bekommst du zuallererst von mir mal mein gratis E-Book, wo du in 5 Schritten lernst, bis zu 10 Dates die Woche zu haben. 5 einfache und simple Schritte, die jeder befolgen kann. Plus du kriegst 4 geheime Flirt-Dokumente, in denen ich dir Dinge zeige, wie die Frauen eine Beziehung bekommen, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Wie schaffe ich es, ihre Körpersprache zu lesen und sie dadurch zu verführen und viele weitere Dinge, die du auch im gratis Online-Coaching für mich bekommen wirst. Also einfach da oben draufklicken. Das war's heute von mir. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.